Bluetech und Bluetech Hybrid, das ist das, was wir eigentlich kurzfristig am Markt haben. Den haben wir jetzt oder führen wir gerade ein. Die Bluetech Hybrid Kombination wird es in Kürze geben, ein, zwei Jahre. Das Thema Brennstoffzelle, zeitversetzt, sicher nach hinten. Wir sagen immer, eine Markteinführung mit der Technologie wird es 2012, 2015 geben. Die Bluetech-Technik bringt genau den Punkt, dass wir den Dieselmotor oder den Dieselantrieb so sauber wie den Ottomotor machen können und den Ottoantrieb. Der Hybrid ergänzt nochmal das eh schon gute Verbrauchspotenzial des Diesels, legt da nochmal einen Stein drauf, und insofern ist dieses Konzept oder dieses Paket in der Summe ein sehr zukunftsweisendes verbrauchsreduziertes und emissionsreduziertes Antriebskonzept. Warum mit dem Diesel? Ganz einfach. Ich meine, der Diesel hat eh schon Verbrauchsvorteile dem Benziner gegenüber. Und wir wollen natürlich in der Kombinatorik mit dem Hybrid noch mal eins drauflegen und vom Verbrauch her noch mal besser werden. The T-Mode has two CVTs and four fixed gears. So basically, the first mode starts the start-stop in electric drive up until about 25-30 miles per hour, and that is when the engine would kick in to help boost the vehicle. The second mode would start at a higher speed, the engine for the certain range, so the engine doesn't have to go at a higher speed. Then the second mode kicks in to allow a more efficient drive. Die S-Klasse und die M-Klasse wird es 2009 geben, und dann werden wir sukzessive, Sie haben das ja heute gesehen, bis 2010 das Ganze auch auf der Dieselseite so bringen und die einzelnen Konzepte entsprechend ausrollen.